So, noch verkaufen. Mal kurz durchschauen, ob wir nicht was haben, was wir behalten wollen. Ne. Hier mal kurz gucken, ob es eine Armbrust gibt. Ja, es gibt eine Armbrust, aber wir können sie nicht benutzen. Also. So. Da wollte ich. So, Gilbert, komm mal nach oben hier. Der kann ziemlich gut reiten. Der sieht uns ein bisschen ähnlich. Mercyful, okay. Ja, das passt nicht so ganz zu uns. Aber er gehört jetzt zu unserem Clan, das ist gut. Das ist ein Ritter, ne? Oh ja. Der ist ja richtig heftig skillmäßig unterwegs. Kann ich mir seine Ausrüstung auch anschauen? Ich glaube, wir müssen einen. Ein Ding hier entlassen. So. Wofür habe ich jetzt gerade gezahlt? Ach, für das Leveln. So, warte kurz. Nee. Ich dachte, man kann die Ausrüstung von dem irgendwie. Level 24 ist der. Eieiei. Ich bin Level 11. Ich rede mal mit ihm. About your position in the clan. I would like to assign you a new role. Aha. Ah, okay. Den machen wir mal zum Quartiermeister, weil ich glaube, das andere Zeug kann auch nicht besonders gut. So. Ist aber trotzdem noch in unserer Gruppe. Kostet 50 Gold am Tag wahrscheinlich. Oder in der Woche, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich in der Woche. Wo sind wir überhaupt? Wie groß ist diese Karte überhaupt? Eieiei, da gibt es noch mehr. Eilige Karte. Wir sollten mal wieder zurück und uns dann in unserem mickrigen Königreich hier hinten einen Namen machen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich mache mich mal auf den Rückweg und unterwegs machen wir alles platt, was wir finden. Also, was wir schaffen und finden. Könnten hier ein Dorf überfallen.
Aber ich glaube, das dauert immer ein bisschen. Wir könnten so eine Karawane überfallen. Wobei das wieder Stress macht, ne? Und wahrscheinlich nicht gut ist für unseren Ruf. Guck, ich kenne die auch. Ich bin der Scout. Ich bin das. Achso, ich kann nur eine. Aber ich bin ja automatisch zugewiesen, so. Ich bin ein Lord. Castle Drakenhof ist meine Heimat. Okay. Und ansonsten. Das wir das Blatt Keep. Das habe ich nicht gesehen, was da oben eingeblendet war. Castle Senk. Castle Drakenhof. Aber Drakenhof ist ja. Ist ja gar nicht mehr in unserem Besitz. Gut, das muss ja nichts heißen. Die Heimat kann ja auch erobert sein. So, wir machen die da platt. Wenn wir sie erwischen. We got no quarrel Ja. with you. Und alle Feinde schließen sich gerade dem Kampf an. Das ist gut. Dann müssen wir die nicht alle einzeln einsammeln. Ich hoffe, das ist gut. Das wird schon. Ups. Es wäre ganz cool, wenn ich den vorher schon so Formationen oder so zuweisen könnte. Kann ich. Ah, das ist ja praktisch. Nee, das ist. Nee, mach mal lieber eine Line. So. Und die Reiter? Warte mal. Ich könnte jetzt ja bei Infanterie bleiben und hier als Commander bei den Reitern hinzufügen, weil er ist eh ein besserer Reiter als ich. Machen wir so. Die Reiterei ist ein Keil. Ja, sehr schön. Wo ist er denn, der Typ? Ist er das da, ne? Ne, das sind Skelette. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Aha. Erkennt man jetzt gerade nicht so gut. So.
Wir haben gar nicht so viel Infanterie. Inzwischen haben wir mehr Kavallerie. Ich schaue ihn mir mal hier von der Nähe an. Kurz hin. Oh. Schick. Wir haben eine ganz große Buse. Eine ganz gute Position gerade. Die will ich nicht kaputt machen, indem ich hier. So, die Reiter. Können eigentlich gleich mal Charge. Die Infanterie kann engage. Es ruckelt. Nein. Eine relativ blöde Situation gerade zum Ruckeln. Oh, wir verlieren ein paar Leute hier. Oh, du Sack! Oh, was? Ich muss hier raus. Naja, es waren ja auch 70 Banditen, keine 13, so wie eigentlich erhofft. Aua! Sack! Oh nein! Er hat mich in der Box! Gilbert! Jetzt liegt es an dir! Ich bin so schlecht. Aber Gilbert macht es schon. Naja. Sieg. Juhu. So, ja, wir haben ein paar verloren. Warum haben wir nur noch 65 Gruppenstärke? Das ist ja komisch. Jetzt erstmal die Starken mitnehmen. Ups. Egal. Die Gefangenen können wir auch mitnehmen, ja. Dann nehmen wir noch die hier mit. So. Ach, die Moral ist gesunken, deswegen haben wir nicht mehr so viele. Wir haben Moral verloren und deswegen haben wir keine. Können wir nicht mehr so viele Leute mitnehmen. Das ist nicht so schön, leider. Aber halb so wild. Immerhin haben wir gewonnen. Und wir können ganz viele Leute leveln. Sortiert sind sie. Ich glaube, das passt so. Okay. Dann reisen wir mal. Ach nee, wir reisen gar nicht. Dann reisen wir mal. Ich kann bestimmt meine anderen Party-Member, wenn ich die alleine auf Reisen schicke, wollen die zu mir? Nee. Dann kann ich die bestimmt auch so mit diesem Bild hier so sehen. Mit diesem Gesicht. Wenn die alleine rumreiten. So, mal schauen, ob ich die hier schnappen kann. Ja, komm, wir umsingeln sie. Unbekannter Ritter. Oh. Das ging ja schnell. We will trouble your puny party beneath. So, ich höre mir die Gespräche jetzt nicht jedes Mal an. Nicht mehr.
Das haben wir jetzt schon oft genug gemacht. Ui, große Armee haben wir jetzt. Wir lassen mal die anderen kämpfen, ne? Wobei, ich könnte eigentlich allen, ja, engage mal so vorsichtig ein bisschen, ne? Damit meine beschworenen Viecher mitkämpfen. Weil die gliedern sich leider nicht anders ein als die anderen. Ah, am Ufer kämpfen wir, okay. Das war's, juhu! So, weiter. Beziehungsweise wieder hier in die Richtung irgendwie. Kann ich die hier einnehmen? Einnehmen, sag ich schon. Erwischen? Oh, die sind ganz schön schnell. Nee. Die da könnte ich erwischen. Ein Hideout. Ah, wieder so ein Ungro-Ding. We will trouble your puny butt. Oh, im Wald, bei Gewitter. Das könnte ja episch werden. Okay. Die Bogenschützen sollten auch vielleicht dann eher zusammenrücken. Damit sie hinterm Schildwall sind. Ah, ich treffe nichts. So. Kann ich eigentlich absteigen? Oh. Ja.
Dann treffe ich vielleicht auch was. Einen verloren, einen gewonnen. So. Irgendwas Sinnvolles dabei? Nein. Okay. Weiter geht's. Reiten wir mal nach Flensburg. Ich reite mal jetzt nicht immer die ganze Strecke, oder ich gebe nicht immer die ganze Strecke an zum Reiten, weil ich sonst so weit scrollen muss immer. Oh, das sind aber viele hier. 50? Ah! Das könnten zu viele werden, wenn ich die jetzt alle auf einmal angreife. Die treibe ich jetzt alle vor mir her, das ist gar nicht so cool. Ah, jetzt. Die Deserteure hier werden vielleicht interessant. Wenn ich die einzeln erwischen könnte. Da könnte ich natürlich helfen jetzt, ne? Wer ist denn Rudiger? Ach, er ist Rudiger, okay. Er hilft auch mit. Vielleicht will sich Rudiger uns ja anschließen. Nach der Schlacht. I'm taking command. Ach, weißt du was? Sigmar's ass! Nein. Ihr könnt charge. So. Den Rest lasse ich mal da ein paar stehen. Ne? Nee, ihr doch nicht. Ihr sollt schon weiter chargen. Die da. Wollt ich hier. Und. Die da. Hier hin. So. Ja, weißt du was? Ihr. Könnt eigentlich engagen. Dann kann ich wieder. Auch ein Gute beschwören. Die mitkämpfen. Oh, voilà. Ui. Das ist ein Haufen. Die knuppeln dann immer so. Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade mein Mikro gekratzt. Juhu, 1,19 habe ich gekriegt. So, gestorben ist keiner. Aber wir könnten hier welche austauschen. Warte mal. Eins, zwei, eins, zwei. Ein, ups, eins, zwei, drei. 1, 2, 3, so. Ja.
So, mit dem Rudiger wollte ich reden. That's close enough now. Who are you? Den haben wir doch schon mal getroffen. Anscheinend nicht. Ich kann aber nicht. Ich kann ihn nicht überzeugen, sich mir anzuschließen. Okay. Ja, dann nicht. Empire Deserteur Clan. Aber sind das nicht die Bösen eigentlich? Die erwische ich nicht, oder? Ja. Doch. Ha. So schon.